herzlich willkommen. Die Glocke hat gerade geschlagen. Das ist jetzt das Zeichen, dass wir beginnen. Jetzt mit dem, ja, den beiden Einführungsvorträgen im Rahmen unseres zweiten Konzerts der Reihe Bach 300, die Monatskonzerte, wo wir eben immer den Geburtstag feiern von all diesen Werken, die Bach vor 300 Jahren komponiert hat. Ich weiß, dass im Vorfeld des Konzerts an Bachs Todestag ja auch schon ein Vortrag stattgefunden hat, nämlich vom Direktor unseres Hauses, Peter Wolny. Ich bin jetzt mal neugierig, wer von Ihnen ist in diesem Vortrag gewesen? Okay, gut. Ja, das passt mir eigentlich ganz gut, weil dann scheint es mir etwas einheitlicher, wie ich Sie abholen kann. Dann auch die Frage, wer ist eher zufällig heute jetzt zu diesem Vortrag und auch zu dem Konzert gekommen, weil er so touristischer Gast ist? Doch relativ viele, sehr schön. Und die anderen sind sozusagen die Hardcore-Bachhörer aus Leipzig und Umgebung. Wunderbar. Nee, dann haben wir einen sehr, sehr schönen Mix. Und ich würde mich jetzt also bemühen, da im ersten Teil dieser einstündigen kleinen Vortragssession zu sprechen, tatsächlich etwas generell über den ersten Jahrgang, den Bach als Leipziger Thomaskantor komponiert hat. Und mein Kollege Dr. Markus Zepf, der wird dann in der zweiten Hälfte Sie einschwören auf die Stücke, die heute Abend nachher in der Nogelei-Kirche auf dem Programm stehen. Und ich kann Sie jetzt schon beglückwünschen. Also Sie haben, glaube ich, eins der besten Monatskonzerte erwischt, denn was der Bach tatsächlich im August 1723 dazu Papier gebracht hat im Wochentakt, ist unglaublich. Das gilt aber generell für dieses ganze erste Jahr. Er hat da schon wirklich die musikalischen Sterne vom Kantatenhimmel geholt. Und das ist alles umso erstaunlicher, weil er das eigentlich ja genau genommen gar nicht musste. Er hat ja angefangen am 30. Mai, ersten Sonntag nach Trinitatis 1723, und er hatte einen Arbeitsvertrag, der besteht aus einem Dutzend Paragraphen, und über die Musik heißt es da nur: Zur Beibehaltung guter Ordnung in den Kirchen soll er die Musik dergestalt einrichten, dass sie nicht zu lang wären, als auch also beschaffen sein möge, damit sie nicht opernhaftig herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntert. Also bitte mach's nicht zu lang und mach's vor allem nicht opernhaft. So. Herr Zepf wird Ihnen dann ein bisschen wahrscheinlich deutlich machen, wie sehr der Bach im August, also vier Monate später, sich schon gewisse Freiheiten herausgenommen hat. Was vor allem interessant ist, dass die Ratsherren ihm gar nicht die Vorgabe gemacht haben, welche Arten von Stücken es sein müssen. Müssen sie von ihm selbst sein, muss er sie komponieren, oder kann er auch von anderen Komponisten Werke zu Gehör bringen? Bach hat letztere Option in seinen ersten zwei Jahren als Leipziger Thomaskantor überhaupt nicht gezogen. Er hat wirklich durchweg eigene Stücke gebracht. Und im ersten Jahrgang schauen wir uns das mal in Zahlen an. Wir können da zeigen, dass eben zwischen ersten Sonntag nach Trinitatis, da hat er seinen Dienst angetreten, bis zum Trinitatisfest 1724, also ein Kirchenjahr hindurch, gab es für ihn 55 Sonn- und Feiertage zu bespielen. Und wir können nachweisen, praktisch 63 Kantaten, die er in diesem Jahr aufgeführt hat. Jetzt wundern Sie sich, warum mehr Kantaten als Sonn- und Feiertage. Einfach deshalb, weil wir bei ein paar Terminen nachweisen können, dass Bach eben nicht nur eine Kantate aufgeführt hat im Gottesdienst, sondern manchmal auch zwei. Teilweise sind auch Kantaten zweiteilig, und das scheint dann so gewesen zu sein, dass dann eben der erste Teil vor der Predigt erklang und der zweite Teil dann nach der Predigt, was de facto wahrscheinlich hieß Subkommunion, also während der Kommunion. Und es könnte sein, dass die Dunkelziffer sogar noch viel höher ist, denn wir können ja nur das irgendwie heute rekonstruieren, wo die Quellen überliefert sind, aber vielleicht ist auch noch ein bisschen was weggekommen. Ja, und nun ist es sogar aber so, und das relativiert es vielleicht ein bisschen, Bach hat tatsächlich in seinem ersten Jahr, anders als im zweiten, nicht alle Stücke neu komponiert. Er hat 38 Kantaten, so scheint es, tatsächlich neu zu Papier gebracht. Bei ein, zwei Stücken sind wir nicht ganz sicher, sind die wirklich neu komponiert oder hat er sie doch schon im Koffer gehabt. Bach hat ja nicht in Leipzig erstmals in seinem Leben Vokalmusik und auch Kirchenmusik komponiert. Bach hatte ja, das fällt uns Leipzigern etwas schwer zu akzeptieren manchmal, auch ein Leben vor der Leipziger Zeit. Er kam ja hierher mit 38 Jahren, geboren in Eisenach,
und auch schon so bei seinen ersten Posten als Organist, zunächst in Arnstadt, dann auch in Mühlhausen, sollte er eigentlich auch immer bei der Vokalmusik mitmachen und hat definitiv in Mühlhausen dann auch angefangen, eben Vokalwerke zu schreiben. Dann aber in Weimar als Hoforganist von 1708 bis 1717, vor allem als er dann 1714 auch zugleich zum Konzertmeister befördert worden war, hat er monatlich eine Kantate komponiert, eine geistliche. Die blieben dann sicherlich im Umzugskoffer, als er 1717 nach Köthen umsiedelte, weil der Köthener Hof ein Reformierter war. Der hatte keine Kirchenmusik in der Schlosskapelle. Da war also Bach wirklich reinweg für weltliche Musik zuständig. Aber in Leipzig konnte er die alten Weimarer Stücke wieder herausholen. Und hier steht jetzt also, er hat mindestens 19 Kantaten teilweise etwas verändert, sozusagen aufgebrezelt, teilweise unverändert aus der Weimarer Zeit hier in Leipzig wieder aufgeführt. Dann hat er also da wirklich bei einigen regelrechte Neufassungen gemacht. Und wir können auch in vier Fällen zeigen, dass er sich auch mal Werke aus seiner Köthener Zeit genommen hat, nämlich weltliche Serenaden auf den Fürst Leopold. Und da wurde dann einfach nur buchstäblich der Text weggradiert und ein neuer drunter geschrieben. Und auf diese Weise war dann relativ schnell auch mal eine Kantate fertig, indem man einfach nur einen neuen Text unter die alten Noten geschrieben hat. Wir nennen das ja bei Bach ganz vornehm Parodieverfahren. Ja, und um Ihnen das mal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, also das ist wahrscheinlich relativ klein für Sie, das sind jetzt so die einzelnen Titel, beginnt am ersten Sonntag nach Trinitatis, ganz oben, hier ist praktisch zwei Drittel des Jahres abgebildet. Und die Stücke, die ich gelb hinterlegt habe, das sind praktisch Wiederaufführungen von Werken aus der Weimarer Zeit, wie gesagt, teilweise ein bisschen überarbeitet. Das erfolgt hier noch nicht, sondern in der nächsten Folie. Da gibt es eben dann teilweise diese blau hinterlegten Stücke, das sind eben solche Parodien. Und das lila Stück, ja, kritisch, o Seele nicht, da tapsen wir ein bisschen im Dunkel. Die einen sagen, es stammt schon aus Weimar, die anderen sagen, es ist in Leipzig neu komponiert. Naja, was ganz erstaunlich ist, und das ist so ein bisschen mein Fokus, und das werden Sie auch heute Abend merken. Meine These ist, und das kann man eigentlich ganz gut immer wieder zeigen, der erste Jahrgang, den Bach als Thomas Cantor komponiert hat, ist vielfältig, wirklich vielfältig in jeglicher Hinsicht. Keine Kantate ist wie die andere, auch formal nicht. Also er hatte nicht sozusagen ein einheitliches Schema. In seinem zweiten Jahr hat er den berühmten Choralkantatenjahrgang komponiert. Da hat er sich ein Kirchenlied genommen und das in eine Kantate umgewandelt. Da gibt es ein einheitliches Konzept. Im ersten Jahrgang nicht. Keine Kantate ist wie die andere und Vielfalt scheint tatsächlich Programm zu sein. Und ich glaube, oder ich bin mir nicht ganz sicher, sagen wir es mal so, ist es eine Entscheidung, die er ganz bewusst gefällt hat, weil er gesagt hat, ich möchte experimentieren, ich möchte mal den einen Sonntag in der Gattung schreiben, den anderen in der, ich möchte auch nicht immer einen Eingangschor haben, sondern vielleicht auch mal ganz anders starten. Das mag sein, aber vielleicht gab es auch einen anderen Grund. Wir gehen davon aus, dass er im zweiten Jahr, als er diesen einheitlichen Choralkantatenjahrgang aufgeführt hat, eben einen Textdichter zur Seite hatte, den wir leider immer noch nicht namentlich identifiziert haben, der ist anonym. Aber im ersten Jahr scheint sich Bach aus diversen Quellen bedient zu haben. Vielleicht hat er irgendwelche Textdichter, die hier in Leipzig zur Seite standen, extra für ihn gedichtet haben. Aber zum Teil hatte er eben nachweislich sich bedient auch bei älteren gedruckten Kantatentextdichtungen und hat sich dann eben für den einen Sonntag mal bei dem großen Erdmann Neumeister, dann mal bei Georg Christian Lehms oder bei Oswald Knauer, das sind so einige der wenigen Namen, die wir identifizieren können, bedient, die allesamt das nicht explizit für Bach gemacht hatten. Und die hatten natürlich alle irgendwie unterschiedliche Schemen und dadurch wurde gewissermaßen provoziert, dass tatsächlich jede Kantate etwas anders herüberkommt. Bei den Kantaten, die Sie heute hören werden, wird Ihnen Markus Zepf sicherlich noch sehr deutlich nachher erzählen, bedient sich Bach eines Konzepts, was für die Eingangschöre, und auf die will ich ja ein bisschen blicken,
relativ häufig vorkommt. Und ich möchte mal kurz jetzt mit Ihnen noch mal rekapitulieren. Die allererste Kantate, die Bach am ersten Sonntag nach Trinitatis als Antrittsstück komponiert hat, die heißt Die Elenden sollen essen. Eine große zweiteilige Kantate. Also hat er gleich mal gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen, die Musik solle nicht zu lang werden. Das hieß nämlich eigentlich so Kantatenzeit idealerweise um die 20 Minuten. Sein erstes Stück ist 35 Minuten lang. Und beginnt mit einem groß angelegten Eingangschor. Hören Sie mal rein. Also die Kantate beginnt mit einem Psalmtext. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Ja, und dieser Text ist jetzt vor Bach und er muss ihn jetzt überzeugend in Musik setzen. Das ist ein ganz schön langer Text für so einen Eingangschor. Was macht Bach? Also das war der Eingangschor seiner Antrittsmusik, die erste Musik, die die Leipziger von ihrem frisch gebackenen Thomas Kantor zu hören bekommen haben, abgesehen von den Probekantaten, die er ein paar Monate hier vorher aufgeführt hat, wo er den Chor aber bei Weitem nicht so gefordert hat. Wahrscheinlich, weil er sich erstmal gar nicht so sicher sein konnte, was kann ich diesen Thomanern überhaupt zumuten. Und ich glaube, für die Thomaner, die diese Musik jetzt hier aufgeführt haben, die haben sofort gemerkt, hier bricht ein neues Zeitalter an, denn leicht ist das nicht. Hier gibt es keine Nebenstimme, jeder ist gleichermaßen wichtig, ganz demokratisch geht es dazu, aber man kann sich eben auch nicht wegducken. Instrumentalisten wie Sänger. Und wenn man uns nochmal draufschauen würde auf diesen Eingangschor, stellt man eigentlich fest, Bach hat das zweigeteilt. Es gab eben diesen etwas freier gestalteten Eröffnungsteil mit dieser ouvertürenartigen Thematik in den Streichern und die Sänger, die wirklich sehr, sehr ausdrucksvoll, aber gar nicht unbedingt an feste Themen gebunden, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen, vorgetragen. Und dann gab es diese Zensur und dann begann ja etwas, was sich praktisch immer die ganze Zeit am gleichen Thema abarbeitete, durch alle Stimmen. Das war im Grunde eine Art Fuge, keine ganz strenge, aber ein fugenartiger zweiter Abschnitt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Bach mit so einer Form hier antritt. Freier erster Teil, strenger zweiter Teil. Man könnte das im übertragenen Sinn durchaus bezeichnen als Präludium, also freier Auftakt und strengerer zweiter Teil Fuge. Und diese Form ist natürlich einem Johann Sebastian Bach, der vor allem als Organist erstmal groß geworden ist, sehr geläufig. Da kennt er sich aus. Und wenn wir mal uns anschauen, tatsächlich so die Kantaten innerhalb der ersten 2-3 Monate, die Bach aufgeführt hat, findet man dieses Formmodell eher freier erster Teil im Eingangschor, fugierter zweiter Chorabschnitt sehr oft. Und auch in den Kantaten heute ist das ganz relevant. Das wird Ihnen Markus Zepf dann noch sagen. Bach kommt auch immer wieder zu dieser Form zurück, also da ist er sehr zu Hause. Trotzdem klingt das natürlich nie gleich, denn Bach entwickelt seine Themen nicht einfach nach Gutdünken, sondern Sie haben das gemerkt, also in diesem Fugenthema, da war ja die längste Note auf die Silbe ewig, also E von ewig, und das ist natürlich auch wunderbare Klangrede zugleich. Also er tritt mal erstmal an, eben im Grunde genommen mit einer Form in den Eingangschoren, die man durchaus, also tatsächlich dem Organist leicht zuschreiben kann. Dann stellt man aber fest, im Sommer, also wir schreiben tatsächlich dann den August und dann vor allem in den September rein, das wird dann im nächsten Konzert sehr evident, Ende September, wenn wir das nächste Monatskonzert haben werden, da holt Bach etwas anderes in die Eingangschöre hinein, was ihm auch sehr geläufig ist, nämlich die Choräle, die Kirchenlieder. Und das geht erstmal los auf eine ganz virtuose Weise. Ich glaube, das erste Mal am 13. Sonntag nach Trinitatis, das Stück werden wir im September hören, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und den Nächsten wie dich selbst. Ein Abschnitt aus dem Evangeliumstext auf diesen Sonntag, nämlich ganz berühmt Teil des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Ja, da wird ja Jesus gefragt von einem Schriftgelehrten, was sind die beiden wichtigsten Gebote, und sagt er genau diesen Satz. Und Bach vertont das als einen motettischen Satz, das geht also im Chor immer wieder gesungen. Und während im Chor das gesungen wird, spielt die Trompete
und zugleich der Generalbass, allerdings in unterschiedlichen Notenverhältnissen, die oben in kleinen, die Trompeten in kleinen Noten werden, im General, in großen Noten werden, im Generalbass in kleinen Noten werden, eine Choralmelodie, eine Liedmelodie, ohne dass sie gesungen wird. Und zwar, welcher Choral? Ein ganz berühmter, Martin Luther, dies sind die heiligen 10 Gebote. Also praktisch seine Paraphrase auf die 10 Gebote, was natürlich wunderbar passt, wenn der Chor eigentlich singt, was die 2 wichtigsten Gebote sind, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und es passiert praktisch eine Choralmelodie parallel von den Instrumenten, ganz oben, ganz unten, über die 10 Gebote, aber eben in 2 Stimmen, weil ja tatsächlich die Sänger von 2 der 10 Gebote singen. Also ganz, ganz raffiniert gemacht. Bach macht das an ein paar weiteren Sonntagen dann auch noch, dass er eine Choralmelodie sozusagen als nicht gesungenen, aber trotzdem vorhandenen Kontrapunkt mit hineinwebt. Und ich würde Ihnen mal zumindest kurz anspielen, wie das klingt in der Kantate, von der ich gerade sprach. Du sollst Gott deinen Herrn lieben. Und im Generalbass läuft die auch ab, aber in vergrößerten Notenwerken. Das macht zu einem Kanon zwischen den beiden Stimmen. Damit will ich Ihnen nur Lust machen, dass Sie Ende September wiederkommen, um dann das Stück da in Gänze kennenzulernen. Über das allein könnte man wirklich eine Stunde reden, weil da hat Bach so viel an Exegese mit musikalischen Mitteln hineingelegt. Unglaublich. Aber es ist tatsächlich dann so eine Spielart, die Bach sehr vorantreibt, eben mit Choralmelodien zu arbeiten. Und wir sind dann am 16. Sonntag nach Trinitatis, auch ein Stück, was im September dann erklingen wird, da schafft es Bach sogar mal in einem Eingangschor gewissermaßen Gattungen, die eigentlich nur getrennt voneinander existieren, in einer großen Form verschwimmen zu lassen. Da kommen 2 Choräle drin vor und in der Mitte etwas, was eigentlich im Chor, in einem Chorsatz nichts zu tun hat, nämlich ein Rezitativ, also Sprechgesang. Und das würde ich gerne mit Ihnen auch nochmal anhören, weil das für mich eins der kreativsten Werke überhaupt aus diesem ersten Jahrgang ist, wo Bach also wirklich Dinge, die eigentlich immer getrennt voneinander in den Kantaten existieren, zusammenführt. Wechselt die Folie, dann können Sie nämlich den Text schön verfolgen. Wir haben eine Kantate an diesem 16. Sonntag nach Trinitatis, die muss sich auseinandersetzen, wie sich das natürlich gehört, für jede Kantate, die Bach komponiert hat, mit dem Evangeliumstext auf diesen Sonntag. Und am 16. Sonntag nach Trinitatis ist der Evangeliumstext eins der größten Wunder, die Jesus vollbracht hat. Im Lukas-Evangelium steht die Geschichte, wie er den Jüngling zu Nain, der gestorben war, wieder zum Leben erweckt. Ganz tragische Geschichte einer Witwe, ist ihr einziger Sohn gestorben. Sie ist wahnsinnig traurig und Jesus erweckt ihn eben wieder auf zum Leben. Und diese Kunde ist dann im ganzen Land erschollen. Eins der größten, spektakulärsten Wunder, relativ früh in dieser ganzen Chronologie von Jesu Wundern geschehen. Und in der Auslegung, in den Predigten, aber auch in den Kantaten auf diesen Sonntag im Barock, hat man ganz oft dann Stücke, wo die Sehnsucht nach dem Tod thematisiert wird, was uns heute im 21. Jahrhundert etwas fremd erscheint. Aber der Dreh ist natürlich derjenige, dass gesagt wird, okay, wenn er den Jüngling zur Nain wiedererweckt hat, wird er auch uns wiedererwecken, wenn wir irgendwann mal sterben. Also der Weg zu Jesus, zu dem wir ja unbedingt hinwollen, führt nur über den Tod. Und deswegen können wir den Tod eigentlich gar nicht erwarten. Und in seiner Kantate, die Bach hier nun komponiert hat, fängt er an mit einem der bekanntesten Sterbechoräle, steht heute noch im Gesangbuch, Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen kennen die Melodie. Dem tue ich mich ergeben, mit Freud fahre ich dahin. Und dann geht es so ein bisschen weiter, selbstständige Thematik, und plötzlich fängt ein solistischer Tenor da hinein zu singen, eine freie Dichtung. Mit Freuden, ja, mit Herzenslust will ich von hinnen scheiden, und hieß es heute noch, du musst, so bin ich willig und bereit, den armen Leib, die abgezerrten Glieder, das Kleid der Sterblichkeit der Erde wieder in ihren Schoß zu bringen. Mein Sterbelied ist schon gemacht, und das ist jetzt richtig Sprechgesang, den er vorträgt, ach, dürfte ich's heute singen. Und
Das ist jetzt im Grunde die Aufforderung zur Musik in der Musik. Und dann werden Sie merken, dass dann, nachdem der das gesungen hat, plötzlich die Stadtpfeifer in den hohen Blasinstrumenten zinken, anfangen, wie in so einer Jam-Session eine Choralmelodie zu intonieren. Allerdings eben nicht mehr von Christus, der ist mein Leben, sondern vom Sterbelied schlechthin. Mit Fried und Freud, ich fahre dahin. Das ist Martin Luthers berühmte Paraphrase auf den Lobgesang des Greisen Simeon. Und dann stimmt der Chor lauthals ein und singt sich wirklich mit Fried und Freud ins Jenseits. Und da ist so viel Action in dieser einen Form, ja, die 4 Minuten geht. Und da wird im Grunde schon die ganze Quintessenz des Evangeliumstexts ganz wunderbar anschaulich vorgetragen. Auch das hören wir uns jetzt nochmal an, weil ich finde, das ist also wirklich ein Stück, wo ich mich frage, welchen Kreativitätsbooster hat der Bach da eingenommen, damit er da im Wochentakt auch mal wieder so ein Werk hier zu Papier gebracht hat. Also wir verfolgen dabei auch die Noten. Das klingt so fröhlich, ne? Das Sterben wird jetzt natürlich gedehnt, klar. Sie merken, die Streicher mit diesen synkopischen Figuren, das drängt nach vorn. Ja, das zeigt diese Ungeduld. Wir könnten jetzt natürlich noch ewig weitermachen, aber Sie sehen, das ist einfach weit weg von dem Konzept, zum Beispiel eben dieser ersten Kantate oder den ersten Kantaten, die eher so diese Form Präludium und Fuge verfolgen. Hier ganz anschaulich mit Choralmelodien, dazwischen noch ein Rezitativ und alles zu einer großen Form zusammengefasst. Da gibt es auch 2, 3 Beispiele, wie er praktisch Gattungsgrenzen auf eine unglaubliche Art und Weise in diesem ersten Jahrgang überwindet. Dann gibt es aber auch Momente, wo wir uns so ein bisschen wundern, dass plötzlich es scheint, der Thomanerchor ist verschwunden. Es gibt zum Beispiel im Januar, also eigentlich nach dem Neujahrstag, über den Januar hinweg, von denen also, glaube ich, insgesamt 7 Kantaten, die da entstanden sind, taucht im 5. überhaupt kein Eingangschor auf, die gehen mit einer Arie los und die Thomaner, also der Chor insgesamt, singt nur einen schlichten Schlusschoral. Könnte man jetzt nur sagen, hat der Bach jetzt experimentiert mit anderen Formen, wollte einfach oder hat er keine Lust, komplexe Eingangschore zu schreiben, sie einzustudieren mit dem Chor, war der Chor krank oder was auch immer. Und tatsächlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man auch fest, dass diese Art von Vielfalt, dass man dann plötzlich die komplexen Chöre fehlen, tatsächlich einen ganz pragmatischen Grund hat. Damals mussten die Thomaner im Januar für knapp 4 Wochen zum sogenannten Neujahrssingen aufbrechen. Da haben die eingeteilt in 8-köpfige kleine Chöre in den Häusern aller Leipziger die Woche über kleine Konzerte gegeben. Und das Besondere an diesem Neujahrssingen, anders als beim Korrendesingen auf den Straßen, war, dass das Geld, was sie von den Leipzigern bekommen haben, sie nicht in der Schule abgeben mussten, sondern behalten konnten. Und da haben die wirklich wie die Wahnsinnigen gesungen. Mit dem Effekt, dass der ganze Chor praktisch heiser war. Und deswegen sind eben der überwiegende Teil der Kantaten dann eben im Januar so, dass die anspruchsvollen Teile eben dann auf den einzelnen Solisten abgeladen sind. Eine ähnliche Situation hat man auch nochmal in den Kantaten so um Pfingsten bis zum Trinitatisfest. Das zieht sich auch bei Bach in den kommenden Jahren durch. Auch das hat einen ganz einfachen Grund. Damals ist es so gewesen, dass diese Denke haben wir heute verloren. Zwischen der Zeit, zwischen dem Jubilatesonntag und dem Trinitatisfest haben immer die Ältesten der Schule, ja die Schule und den Chor verlassen, gingen an die Uni und dann wurden bis zu dem Sonntag, erster Sonntag nach Trinitatis, die Lernbetten im Thomas-Alumnat mit Neuankömmlingen aufgefüllt. Und deswegen hat da Bach dann wahrscheinlich auch gesagt, okay, dann lasse ich mal die komplexen Eingangschöre weg oder mache ein paar weniger, weil der Chor jetzt total im Umbruch ist. Kurzum, ich bin jetzt eh schon ein bisschen über der Zeit. Wenn Sie jetzt hier das erste Mal sind, sollten Sie wirklich erwägen, bei unserer Konzertreihe dabei zu bleiben. Es bleibt bestimmt ganz, ganz abwechslungsreich. Also Bach hat tatsächlich im ersten Jahr in Leipzig jeden Sonntag neu und jeden Sonntag anders gezeigt, dass er wirklich ein Kapellmeister ist, der in diversen musikalischen Gattungen zu Hause ist, der Choräle mit Rezitativen, der französische Ouvertüre mit Lutherliedern verbinden kann, also der gewissermaßen aus Wasser Wein machen kann und musikalisch übers Wasser laufen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus